Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich seinen Siemens Kaffeevollautomaten und vor allem auch die Brüheinheit hier drinnen richtig reinigen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst mal muss ich hier rechts drüben auf Menü klicken, Reinigung und Pflege mit OK bestätigen, dann noch zweimal nach unten gehen, um auf Reinigen zu gelangen, was ich ebenfalls wieder mit OK bestätige und dann klicke ich hier oben rechts noch einmal auf Start drauf. Das Gerät zeigt mir die einzelnen Schritte jetzt schon am Display hier oben an, weswegen ich erst einmal die Dropschale entleeren muss. Deshalb entnehme ich hier einfach mal den Milchstab bzw. Milchschlauch und kann diese auch schon rausziehen. Danach entleere ich sie einmal in meiner Spüle und setze die leere Schale einmal wieder ein. Als nächstes soll ich mal die Reinigungstablette einlegen, das entsprechende Fach wieder schließen und dann hier oben mit Start bestätigen, was wir jetzt auch machen. Ich öffne das Fach rechts außen also einfach einmal, gebe meine Reinigungstablette hier oben einfach rein und dann schließe ich dieses wieder. Bevor ich weitermache, habe ich hier mal noch ein 0,5 Liter Gefäß drunter gestellt. Das wird leider in der Anleitung nicht beschrieben und danach kann ich jetzt aber trotzdem mal hier oben auf Start klicken, wodurch der Reinigungsvorgang jetzt auch schon gestartet wird. Nach knapp 10 Minuten ist die Reinigung abgeschlossen und jetzt steht am Display noch oben, dass wir erneut unsere Dropschale einmal leeren sollen. Deswegen hier mal wieder alles auf die Seite stellen und meine Dropschale hier herausziehen. Und dieses Mal schütte ich nicht nur das Wasser weg, sondern entnehme auch mal noch den Behälter hier mit den Kaffeeresten, gebe diesen einfach mal in meinen Müll hinein und dann schaue ich auch noch, dass ich hier solche festgetrockneten Kaffeereste auch noch ganz grob einfach mal ausspüle. Das sollte bei mir jetzt auch schon reichen. Es darf laut Siemens nämlich alles in den Geschirrspüler bis 60 Grad von meiner Dropschale, sogar hier dieses Edelstahlteil, außer diese Blende hier, die wo ich ja einfach nach oben hin abziehen kann. Doch die ist meistens auch nicht wirklich dreckig, weswegen ich hier auch immer nur ganz wenig mit einem feuchten Lappen einmal drüber gehe. Während alles im Geschirrspüler gereinigt wird, gehe ich mal zu der Abdeckung hier rechts von meiner Brüheinheit hin. Hier muss ich einfach mal mit einem Finger da oben reingehen und dann kann ich diese Abdeckung nach vorne hin auch schon aufziehen und sie somit entnehmen. Und hier steht mal noch so eine rote Nase raus, die ich jetzt nach links ziehen muss. Dadurch wird meine Brüheinheit auch schon entriegelt. Und dann habe ich hier rechts drüben noch so einen Hebel, den ich mal nach ganz unten drücken muss, wodurch mir diese Brüheinheit auch schon entgegenkommt. Ich sie also entnehmen kann und werde sie anschließend auch in der Spüle sauber machen, da sie einfach nicht in den Geschirrspüler darf. Auch mein Milchschlauch und diese zwei Düsen hier vorne müssen manuell gereinigt werden. Aus diesem Grund einfach mal das Ganze hier nach ganz unten ziehen. Dann mache ich die Blende ab, indem ich an diesen zwei Griffen hier diese nach vorne hin wegziehe. Und nun kann ich nämlich auch schon meine Düsen einfach nach vorne hin rausnehmen und natürlich den Milchschlauch hier auch nochmal einzeln abstecken. Ich bedecke hierfür immer alles mit warmem Wasser, nehme erst einmal noch die Brühgruppe gut auseinander. Also hier habe ich zum Beispiel noch dieses Gummiteil und hier vorne kann ich auch noch diese Klappe nämlich abnehmen und danach nehme ich mal noch eine spezielle Reinigungsbürste zur Hand und hier muss man jetzt einfach mal ordentlich in allen kleinen Löchern schön schrubben. Auch den Milchstab bzw. Schlauch mache ich immer noch mit einer speziellen Bürste hier ordentlich sauber und danach lasse ich alles mal schön an der Luft trocknen. Während alles trocknet, nehme ich mir mal noch einen feuchten Lappen zur Hand und hier gehe ich jetzt mal noch in den Raum bei meiner Brüheinheit schön rein, denn hier setzt sich leider auch noch mal relativ viel ab und wenn es mit dem feuchten Lappen nicht mehr weitergeht, dann kann man ja immer noch so eine Bürste hier zur Hilfe nehmen. Auch hier vorne bei meiner Dropschale schadet das Putzen auf gar keinen Fall, da sich hier auch noch mal Kaffeereste absetzen. Und wenn wir es jetzt einmal ganz sauber gemacht haben, also ich mache es normalerweise schon etwas gründlicher, dann lassen wir das Gerät einfach mal offen stehen und dadurch kann nämlich der Innenraum auch etwas austrocknen. Bei mir ist alles wieder einigermaßen trocken und hier habe ich jetzt auf die Brühgruppe auch schon meine Gummidichtung aufgesetzt und natürlich diese Klappe hier oben dran gemacht. Und nun muss ich mal die Brühgruppe noch in das Gerät so weit hineingeben, bis es Klick macht. Bei mir sollte es also auf jeden Fall schon reichen. Dann einmal diesen roten Zapfen nach hinten schieben und somit ist diese Brühgruppe auch schon wieder gesichert. Danach natürlich nicht vergessen, dass man die Abdeckung hier drauf macht. Also zuerst unten einhaken und dann oben einfach zumachen. Die Tropfschale ist auch wieder sauber und vor allem auch trocken, weswegen ich diese hineingebe. Dann natürlich hier die Düsen richtig herum aufsetzen. Das soll bei mir auch passen. Danach nehme ich noch meinen Milchschlauch, da ich jetzt einfach noch sehen kann, ob er auch wirklich richtig drauf sitzt. Bei mir passt das, weswegen ich diesen auch schon in die
Dropschale wieder einstecken kann und zum Schluss natürlich nicht diese Blende hier noch vergessen. Und somit haben wir unseren Siemens Kaffee Vollautomaten auch schon richtig gereinigt, was ich so circa einmal wöchentlich mache. Das hat einfach den Sinn, da das Ganze dann um einiges schneller geht, da natürlich die Kaffeereste hier drinnen nicht wirklich festtrocknen können. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens gleich einen neuen Kaffee-Vollautomaten, so einen großen Messbecher oder auch Reinigungstabletten bzw. solche Reinigungsbürsten für die vereinfachte Reinigung zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zum relativ günstigen Preis. Und das Beste war, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in Geschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Destillen zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.